Ein Segelschiff war unterwegs von Europa nach Südamerika. Sturm und Nebel hatten die Fahrt verzögert. Es war bereits so lange unterwegs, dass das Trinkwasser an Bord knapp wurde. Die Mannschaft gab sich wirklich die größte Mühe, so sparsam wie möglich mit dem Wasservorrat umzugehen. Doch bald war auch die letzte Wassertonne leer. Zu allem Unglück wollte auch kein Wind mehr aufkommen. Bei völliger Windstille lagen sie fest und ihre Hoffnungen sanken auf den Nullpunkt. Doch 2 Tage später sahen sie ein anderes Schiff. Voller Freude und neuer Hoffnung teilte die Mannschaft durch Flaggensignale dem anderen Schiff ihre Lage mit. Wir kommen um, weil wir kein Wasser haben. Sie bekamen schnell eine Antwort. Das Wasser umgibt euch von allen Seiten, ihr müsst nur schöpfen. Sie hatten nicht gewusst, dass sie gerade die mächtige Amazonasströmung kreuzten und statt in Salzwasser tatsächlich in Süßwasser segelten. Gutes, trinkbares Wasser umgab sie von allen Seiten, obwohl noch kein Land in Sicht war. Der Amazonas strömt in seinem Mündungsgebiet gewaltige Massen von Süßwasser in den Atlantik. Deshalb ist das Wasser schon weit draußen im Meer bereits genießbar, lange bevor man die Küste erreicht. Ohne es zu wissen, war die Mannschaft auf dem Schiff schon die ganze Zeit mit rettendem Wasser umgeben. Mir kommt es manchmal so vor, als ob sich viele Menschen ziemlich ähnlich verhalten wie die Bootsmannschaft auf diesem Segelschiff. Sie suchen krampfhaft nach Rettung aus ihrem Alltag, Rettung vor ihrem schlechten Gewissen und nach einem Sinn für ihr Leben, versuchen mit ihren nur noch dürftigen Reserven zu überleben und merken nicht, dass die Rettung schon längst da ist. In der Bibel stellte ein Gefängniswärter einmal die Frage: Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und die Antwort, die er darauf bekam, war ziemlich einfach und verständlich. Glaube an Jesus, den Herrn. Dann wirst du gerettet und deine Familie mit dir. Jesus, der Sohn Gottes, ist die Antwort auf unsere Fragen und die Rettung, die jeder Mensch nötig hat. Als Jesus auf der Erde gelebt hat, da hat er einmal während einem Fest gesagt, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Damit sprach er nicht von reellem Durst an einem heißen Tag, sondern von dem Durst nach einem sinnerfüllten Leben. Vielleicht kennst du diese Suche nach dem Sinn im Leben, aber du fragst dich, wovon muss ich denn gerettet werden? Das sind gute Fragen. Und ich verspreche dir, du wirst darauf eine Antwort finden, wenn du anfängst, in der Bibel zu lesen. Die Bibel kann dir vielleicht im ersten Moment wie ein Buch mit 7 Siegeln vorkommen, schwer verständlich und anstrengend zu lesen. Deswegen bieten wir dir gerne an, dich beim Bibellesen zu unterstützen. Melde dich einfach bei uns. Wir freuen uns, von dir zu hören. Vielen Dank, dass du dir den Mai-Input-Impuls angeschaut hast. Wenn du mehr wissen willst, geh auf unsere Website myinput.it oder folge uns auf YouTube, Facebook und Instagram.